haben wir eigentlich den Drehtag schon wieder fertig. Und wieder haben wir eigentlich so ein Thema gehabt, ne? Beim letzten Mal haben wir ja dann so ein Nachhaltigkeitsvideo gemacht. Kam eigentlich ganz gut an und vielen Dank auch für die tollen Kommentare. Dieses Mal hatten wir irgendwie so ein bisschen mehr Spaß bei der ganzen Sache. Sehr ernstes Thema trotzdem. Da geht es eher so um die Gesunderhaltung von uns Riff-Aquarianern. Also was es alles für Probleme geben kann. Wüste Verletzungen. Wenn wir keine gute Ausrede dafür haben, warum wir uns schon wieder eine Koralle nach Hause gebracht haben. Und du bist dir ganz sicher, dass du dieser Thematik ein eigenes Video widmen möchtest? Also ich finde die Gesunderhaltung meiner Kunden eines der obersten Prioritäten, die wir eigentlich haben sollten. Also sehr legitim. Ist ja wohl klar. Deswegen haben wir uns gedacht, wir arbeiten mal so die 5 erfolgreichsten Ausreden ein, die man haben kann, wenn man wieder mit einer Koralle nach Hause kommt. Denn ich glaube ja, viele Partnerinnen und Partner, je nachdem, vielleicht manchmal nicht so ganz klar ist, wie wertvoll ein Riff-Aquarianer ist. Ich meine, das ist ein Mann oder ein Partner, der immer nach Hause kommt. Also er geht jetzt nicht in eine Kneipe und haut die Kohle für Bier und für Zigaretten drauf. Nein, er kommt zu dir nach Hause, bringt für dich was Schönes mit. Was gibt es Schöneres? Vielleicht etwas Schönes, was sogar zur Augenfarbe passt. Ich bin sicher, dass wir die eine grün-blaue, braune Koralle auf jeden Fall finden. Also die meisten Farben werden wir abgedeckt haben. Insofern, falls ihr also mal diese kleine Diskussion habt, wäre mein Tipp Nummer 1, Schatzi, ich gehöre zu den Männern, die immer wieder gern zurückkommen und dir jedes Mal nur für dich was mitbringen. Jetzt muss man ehrlich sagen, klappt das meistens überhaupt gar nicht gut, weil doof sind sie nicht. Das ist der nächste große Fehler, der ab und zu mal auch zu ernsthaften Verletzungen führt, wenn man dann denkt, die sind nicht ganz dicht. Das kannst du komplett vergessen. Was manchmal ganz gut funktioniert, ist so dieses Thema, habe ich für einen Freund gekauft, wir tauschen das dann gegen was anderes. Klappt bei manchen ganz gut. Auch so dieses Thema, ach Schatzi, die hat nur 3,50 gekostet, die wäre beim Händler so oder so gestorben. Das klappt des öfter mal. Allerdings, Jungs, vergesst nicht die Kontoauszüge, zahlt bar. Zahlt einfach bar und schmeißt das Ding nachher weg. Weil alles andere finden sie raus, sage ich euch gleich, könnt ihr komplett vergessen. Ich merke schon, es geht also von einer Ausrede bis hin zur Manipulation schon fast. Aber überhaupt nicht. Okay. Nein, also das weise ich entschieden zurück. Gut. Es ist einfach nur der Versuch, den häuslichen Frieden beizubehalten und vielleicht auch, weil man nicht immer klar machen kann, wie wichtig uns und wie sehr uns das halt. Ich habe ja heute schon gesprochen über den Meerwasservirus. Also eigentlich sind wir unschuldig dran, weil, sagen wir mal ernsthaft, es ist halt eine Art von Zucht, aber man immerhin, sie ist legal und so teuer ist dann auch nicht. Also da kenne ich andere Sachen, die teurer sind. Das kann jeden treffen auch. Ja, ne? Und manchmal muss man halt eben auch ein bisschen die Wogen glätten, wenn es dann kommt. Es kann ja auch sein, dass man mal eine Koralle geschenkt gekriegt hat beim Tauschen. Das ist ja nicht. Wie gesagt, Männer, seid immer ehrlich und sauber und erzählt immer alles, dass er gerade wieder für 345 Euro so einen kleinen Stumpf gekauft hat. Ich bin sicher, da wird volles Verständnis öfters mal zu Hause liegen. Die Gegenmethode ist auch ganz gut. Also wenn er dann mal ein bisschen schaut, was so Nachtcremetöpfchen und so Zeug alles so gekostet hat, da könnt ihr dann auch manchmal sagen, ach so, aber so 20 Milliliter Cremchen hat dann 80 Euro gekostet, weil da jetzt wieder irgendwelche Sachen drin sind, die ich jetzt nicht nennen möchte, da kann man schon ein bisschen gucken. Aber mein ultimativer Rat, und dieses große Glück habe ich zum Beispiel, nehmt sie einfach mit. Nehmt sie einfach mit, zeigt euren Mädels, euren Partnern, wie toll das ist, zeigt ihnen so die kleinen Sachen und die Freude und den Spaß, den man an einem Aquarium haben kann. Lasst euch nicht vermiesen durch Nachhaltigkeitsdiskussionen oder durch sonstige Diskutierereien. Redet einfach, zeigt ihnen, nehmt sie mit und glaub mir, es ist nicht das letzte Mal, dass ab und zu mal hier ein Partner mit reinkommt, dem es so gar nicht gefällt, der dann nach 3 Wochen später dann doch mit einem kleinen Nanobecken, weil er eben den Krebs so süß fand oder was anderes so süß fand, dann eben doch wieder aus dem Laden rausgerannt ist. Und spätestens dann habt ihr es. Allerdings, Jungs, wenn die Mädels mal angesteckt werden vom Meerwasser, dann würde ich euch eher zu einem Zweitjob raten. Also einen dazu, weil den werdet ihr brauchen. Denn wenn die Mädels davon mal Wind kriegen und denen das gefällt, dann sind sie in der Regel exzessiver wie ihr Jungs. Und eigentlich sind es die besseren Reefer, weil sie mit Gefühl rangehen und weil sie mit dem Auge dran gehen. Und deswegen finde ich jedenfalls bockstark, wenn die Mädels und die Frauen dabei sind und machen Riff-Aquarien, weil es einfach Spaß macht, auch damit denen zu arbeiten. Und deswegen nehmt sie ruhig mit, mich freut, weil spätestens, wenn alle Frauen, die noch Aquarien machen können, mitmachen können, dann geht es mir sowieso saugut, weil die kaufen einfach völlig unenthemmt und das finde ich total klasse. Wollte ich jetzt mal so sagen und euch ein paar Tipps auf die Reise geben für die, die es noch nicht gewöhnt sind, mit einem Reefer zusammenzuleben. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Videos, die wir so machen.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich bin sicher, es klappt. Ihr müsst nur lächeln dabei.